Wie nutze ich Peer-to-Peer-Kredite in meinem Gesamtdepot? Wie lief es bisher in 2019 und wie sehen meine Auto-Invest-Einstellungen aus? Das alles erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei! Willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns mal an, wie es für mich auf der Peer-to-Peer-Plattform Mintos läuft. Ihr seht, ich habe hier ca. 1000 Euro aktuell liegen. Das hat in den letzten Monaten, ich sag mal, zwischen 2.500 und 2.500 bis 1000 Euro immer so ein bisschen geschwankt. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Und was uns direkt zur ersten Frage führt, wie nutze ich Peer-to-Peer-Kredite in meinem Gesamtdepot? Und zwar nutze ich aktuell die Peer-to-Peer-Kredite ein bisschen als quasi meine Cash-Reserve, die ich aktuell in kurzfristigen Krediten anlege. Zwischen 0 bis 3 Monate habe ich eingestellt. Sehen wir auch nochmal gleich in meinen Auto-Invest-Einstellungen. Und ja, wenn ich dann jetzt planen kann, dass ich zum Beispiel nächsten Monat eine Aktie kaufen möchte oder ein Investment ansteht oder eine Ausgabe ansteht, dann gehe ich hier einfach hin in die Auto-Invest-Einstellungen, ziehe die ein bisschen runter und dann kommt das Geld nach und nach dann zurück. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, aktuell habe ich hier 72 Euro, die verfügbar sind. Die könnte ich jetzt sofort auszahlen lassen. Aktuell will ich das so machen, dass ich für ein kleines Investment bis auf 200 Euro hier verfügbare Mittel kommen möchte. Und diese 72 Euro habe ich jetzt ungefähr, da habe ich jetzt 2-3 Tage für gewartet. Also ich habe ja wie gesagt 0 bis 3 Monate in den Auto-Invest-Einstellungen und ich versuche damit meine Cash-Reserve, die ich jetzt demnächst auch wieder ein bisschen aufbauen möchte, hier so ein bisschen, dass die nicht einfach nur am Konto liegt und da einfach nichts macht, sondern dass ich hier übers Jahr noch ungefähr im Moment durchschnittlich 10% Rendite erzielen kann, was mich jetzt immerhin schon in, wir haben heute den 30.04. Ihr seht, dass hier Zinsen schon immerhin 50 Euro ungefähr gebracht hat, bei, sag mal, zwischen 2.500 und 1.000 Euro, die hier ungefähr lagen. Wir können das Ganze mal in Portfolio Performance im Moment anschauen. Also hier seht ihr, dass ich aktuell Anfang Januar hatte ich hier nichts drauf liegen fast und dann habe ich mal ein etwas größeres Investment gemacht. Also da bin ich auf die Idee gekommen, dass ich meine Cash-Reserve ja einfach auf dem Tagesgeldkonto, dass da einfach nichts mit passiert und dass ich, wenn ich das so ein bisschen planen kann, dass ich dann hier so ein bisschen Rendite noch mit erzielen kann. Dann bin ich auf 2.500 hochgegangen und habe dann hier ein bisschen abgebaut. Ich glaube, da habe ich Bayer von gekauft. In Rendite sieht das im Moment so aus. Da schauen wir uns mal das Rendite-Diagramm an. Da sind wir hier nochmal der Vergleich zu meinem Gesamtportfolio. Und ihr seht, jetzt aktuell bin ich im Jahr nach knapp 4 Monaten bei 3%. Also wenn ich jetzt mal hochgehe, klar, die ersten Investments laufen, dann müsste ich so bei 10% ungefähr landen. Am Jahresende, mein Gesamtportfolio liegt aktuell bei 14,4% im Plus. Und darin sind aber auch die Peer-to-Peer-Kredite schon mit enthalten. Der ETF sind da drin noch mit enthalten und Aktien sind da mit doch drin enthalten. Was aktuell nicht mit enthalten ist, sind Bitcoins, also Kryptowährungen. Die werde ich nach und nach damit einpflegen. So, alles klar, dann schauen wir uns mal an, wie lief es bis jetzt bei mir in 2019. Ich gehe nochmal zurück. Ihr seht, ich habe bis jetzt aktuell 1000 Euro hier liegen, 49 Euro Zinsen und aktuell habe ich 600 Euro sind nicht überfällig und knapp 350 Euro sind im Moment überfällig in Verzug oder schon sehr stark im Verzug. Ich habe in meinen Auto-Invest-Einstellungen nur Investments eingestellt mit der Rückkaufgarantie. Somit wähne ich mich in Sicherheit. Ihr seht es hier, ich habe jetzt hier von 1021 Euro auf 800 Euro einfach reduziert. Und somit geht das Auto-Invest dann nicht weiter, sondern das Geld bleibt dann quasi auf dem Konto liegen, bis ihr an diese 800 Euro Schwelle kommt. Und wenn es dann darunter geht, wenn ihr dann einen Kredit zurückbekommt, der unter die 800-Euro-Grenze geht, dann würde der automatisch wieder neu investieren. Schauen wir uns mal die Auto-Invest-Einstellungen an. Und dann sehen wir hier, dass ich in den Bewertungseinstellungen A bis B- eingestellt habe. C plus und D1 ist, D ist mir zu risikoreich. Ich habe A bis B- Rating eingestellt. Darlehenstyp habe ich alle. Länder habe ich auch immer eigentlich alle. Hier sind jetzt auch wieder ein paar dazugekommen. Da können wir die mal alle auswählen eben. Zack. Und Rückkaufgarantie habe ich auf Ja gestellt. Genau, dann können wir nochmal hier unten schauen. Also dann seht ihr hier, werden immer automatisch alle Länder aktiviert. A bis B- wird aktiviert und wie gesagt, C und D habe ich nicht als Rating, nur Rückkaufgarantie. Und dann seht ihr hier nochmal, ich habe Risiko eingestellt 10 bis 20%, was ich investieren möchte. Also das ist quasi die erwartete Rendite. Also wenn ich einen Kredit vergebe oder Kredit vergeben lasse, dann mit 10% plus.
Dann seht ihr hier 0 bis 3 Monate habe ich eingestellt, dass ich also relativ schnell an mein Geld wieder komme. Und hier kann man quasi einstellen, wie groß das Portfolio sein möchte. Hier hatte ich zum Beispiel bis letzte Woche noch 1.500 Euro, glaube ich, eingestellt, damit es immer schön weiter wächst und alles, was an Zinsen reinkommt, automatisch reinvestiert wird. Jetzt habe ich aber, weil ich wieder ein kleines Investment machen möchte, das mal reduziert auf 800 Euro und in den nächsten Monaten wird es dann wieder ansteigen bis auf 2.500, 3.000 Euro. Dann hier die Investition in Darlehen, da habe ich eingestellt 10 Euro bis 10 Euro, also minimal ist glaube ich 10 Euro, was man einstellen muss und ich möchte über möglichst viele Kredite verteilt sein, um so ein bisschen diversifiziert zu sein und abgesichert zu sein. Ist quasi, wenn jetzt jemand 1.000 Euro Kredit bei Mintos aufnimmt, dann schieße ich 10 Euro dazu und die anderen 990 Euro kommen von anderen Teilnehmern. Dann können wir nochmal in die Diversifikationseinstellung reinschauen, das sieht bei mir aktuell so aus. Weil ich jetzt bei mir noch ein paar Länder dazugenommen habe, ist das wahrscheinlich aktuell gerade ein bisschen über 100%, aber auf jeden Fall bin ich über viele verschiedene Kreditgeber verteilt, was mir also relative Sicherheit gibt. Aber wie gesagt, fetter Disclaimer, bei Peer-to-Peer-Krediten müsst ihr immer davon ausgehen erstmal, dass ihr auch einen Verlust erleiden könnt. Also ist jetzt nicht so, dass diese 10%, dass ihr damit fest rechnen könnt. Je mehr Rendite man erwarten kann, umso mehr Risiko ist auch damit verbunden. Das solltet ihr euch immer bewusst sein. Für mich ist aber jetzt erstmal in einer relativ kleinen Summe, finde ich das erstmal okay, das zu testen nach wie vor. Ich bin jetzt ungefähr 4 Monate dabei und bis jetzt geht es, wie gesagt, sehr gut. Denn diese 50 Euro Zinsen, die ich bis jetzt erhalten habe, die hätte ich durch das reine Tagesgeldkonto nicht erhalten. Da hätte ich vielleicht 1, 2, 3 Cent bekommen. Also das ist mein Ansatz für mein Depot. Alles, was ich an Cash-Reserve stehen habe, packe ich in Peer-to-Peer-Kredite rein, um so noch ein bisschen über kurzfristige Laufzeiten ein bisschen Rendite zu erwirtschaften. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht, ob das vielleicht ein doofer Ansatz ist oder ob ihr den vielleicht teilen oder verstehen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen und natürlich über ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis später. Tschüss.